Mein Name ist Thomas Jatzombek, ich bin 44 Jahre alt, Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis 106 im mittlerweile 8. Jahr. Ich bewerbe mich für eine dritte Periode. Ich bin ursprünglich selbstständig, habe vor über 20 Jahren eine IT-Firma gegründet. Wir haben auch Auszubildende und das ist mein berufliches Standbein. Im Bundestag mache ich vor allem Digitalpolitik, aus meinem beruflichen Hintergrund folgend, und Verkehrspolitik. Und freue mich auf den Wahltag. Ja, prima. Sie kennen es ja schon, den Bundestag. Sie haben auch schon Reden dort gehalten. Stellen wir uns einfach mal vor, Sie werden jetzt wiedergewählt und bekommen vom Bundestagspräsidenten 5 Minuten eingeräumt, über ein Thema zu sprechen, das Sie frei bestimmen können. Welches Thema würden Sie wählen? Ja, die Gelegenheit hat sich auch schon ergeben. Aus meiner eigenen Historie weiß ich, wie schwierig das ist, in Deutschland eine Firma zu gründen. Und ich glaube, auch gerade für uns in der Region ist es wichtig, dass immer wieder neue Unternehmen entstehen. Wir sehen ja im Ruhrgebiet, was passiert, wenn alte Industrien wegbrechen und keine neuen nachkommen. Und deshalb habe ich mich in diesen letzten 4 Jahren sehr stark dafür eingesetzt, dass auch junge Gründer, denen vielleicht bei der Kreissparkasse oder Stadtsparkasse keiner direkt erstmal 50 oder 100.000 Euro Risikokapital gibt, um eine App zu programmieren oder was auch immer, dass die halt staatliche Programme bekommen. Sie werden von den Düsseldorfern gewählt. Was können Sie in Berlin für die Düsseldorfer tun? Was wir gerne machen wollen, sind 2 Dinge. Wir wollen erstens ein Baukindergeld machen. Das heißt also, wenn Sie 2 Kinder haben, 24.000 Euro. Das können bei einer Wohnung von, sagen wir, 500.000 Euro oder einem kleinen Haus, macht das schon mal 5% aus. Und zum Zweiten wollen wir auch einen Freibetrag machen für die Grunderwerbssteuer. Der würde dann halt auch nochmal in etwa die gleiche Größenordnung ausmachen, sodass zumindest mal für das Erwerben einer eigenen Immobilie etwa 10% weniger zu bezahlen wären. Und ich glaube, das ist für Familien doch schon mal eine bessere Perspektive als heute. Wenn Sie mir mal die 3 Themen, von denen Sie glauben, die die Bundestagswahl diesmal entscheiden werden, was sind das die Themen? Na, wir glauben ja daran, wir sagen, für ein Deutschland, in dem man gut und gerne leben möchte, dass viele dieser Themen in den letzten Jahren von uns gut bearbeitet wurden. Und wenn Sie mal so zurückgucken, als Angela Merkel angefangen hat, da hatten wir in Deutschland so viele Arbeitslose. Wir haben die jetzt halbiert, wir haben die meisten Arbeitsplätze, wir haben das höchste Lohnplus jetzt seit der Wiedervereinigung, das höchste Rentenplus, wir haben trotzdem die Investitionen deutlich erhöht. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket aus ordentlicher Haushaltspolitik, mehr Investitionen, Wirtschaftswachstum, weniger Arbeitslose, das ist, glaube ich, schon das Thema, was diese Bundestagswahl sehr stark gesteuert hat. Und dann kommen natürlich immer noch mal aktuelle Dinge dazu. Momentan ist der Diesel ja ein großes Thema. Ich hätte jetzt erwartet, dass Sie vielleicht Sicherheit und Ordnung sagen oder Bildung. Naja, bei der Bildung muss man sagen, es ist ein Thema in der Landtagswahl gewesen. Vieles davon ist tatsächlich Ländersache. Wir haben aber als Bund natürlich auch Möglichkeiten. Unser Programm sieht vor 5 Milliarden Euro für den sogenannten Digitalpakt D. Wir wollen, dass jetzt endlich auch mal Internet in die Schule kommt. Denn wenn Sie heute mit Firmengründern reden, sagen die Ihnen, ihr habt viel gemacht für die Finanzierung, aber uns fehlen die Köpfe. Und wir brauchen viel mehr junge Leute, die auch Softwareentwickler werden wollen. Und dafür muss die IT-Ausstattung in den Schulen viel, viel besser werden. Das ist etwas, wo der Bund konkret mit 5 Milliarden hineingehen möchte. Und wir können sicher auch an der einen oder anderen Stelle was machen. Die Gesamtausgaben für Bildung haben wir mehr als verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Das andere Thema, Sicherheit und Ordnung? Ja, ich glaube, Sicherheit ist ein Kernthema der Union. Das Thema Videoüberwachung haben wir hier in Düsseldorf eingeführt, noch damals unter Joachim Erwin. Da waren viele andere dagegen. Inzwischen ist das etwas, wo alle sagen, das ist richtig. Hier muss man aber auch den nächsten Schritt gehen, glaube ich. Und mehr Videoüberwachung ist auch etwas, was sich die Menschen wünschen in der Stadt. Die CDU wird nicht allein regieren können nach dieser Wahl. Haben Sie einen Wunschpartner, mit wem Sie am liebsten zusammenarbeiten würden? Auch wenn es deutliche Unterschiede in der Sicherheits- und Innenpolitik gibt, ist aber doch die FDP unser Wunschpartner. Und ich glaube, dass wir hier auch gerade in Nordrhein-Westfalen eine sehr gute Koalition starten sehen. Und ich kenne Christian Lindner seit vielen Jahren und ist jemand, von dem ich mir vorstellen kann, dass er ein guter Partner für uns wäre. Bei Ihrem Plakat fällt mir auf, dass es eigentlich nur ein Schriftzug ist. Wird das so bleiben? Kommen noch Plakate mit Ihrem Kopf? Ja, also wir haben diesmal ja eine sehr lange Plakatierungsphase in Düsseldorf, 6 Wochen. Unser Wunsch wäre es gewesen, wie auch schon in der Vergangenheit, nur 4 Wochen zu machen, weil die Düsseldorfer auch nicht so begeistert sind von all den Plakaten. Gut, der Oberbürgermeister hat eine andere Meinung dazu und wir haben aber gesagt, 6 Wochen lang immer die gleichen Gesichter ist auch ermüdend. Und deshalb machen wir erstmal eine schwarze Fläche und mit dem eigentlichen Plakat werden wir dann zur Halbzeit kommen, also 3 Wochen vorher, braucht sich keiner Sorgen zu machen, da wird auch noch ordentlich plakatiert, wie man das so kennt.